Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu den Pressestatements im Anschluss an Beratungen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten, mit unserem Herrn Bundeskanzler und dem Herrn Vizekanzler. Und es beginnt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bitte schön. Vielen Dank, Gerald Fleischmann. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vizekanzler, bitte um Entschuldigung für eine Presseerklärung etwas späte Uhrzeit, aber wir haben dieser Tage 21 Stunden lange Verhandlungen in Brüssel gehabt. Daher konnte die Sitzung mit den Landeshauptleuten erst heute Abend stattfinden und daher diese Presseerklärung zu etwas ungewöhnlicher Stunde. Es war ein sehr guter Austausch mit den Bundesländern, den wir gemeinsam in der Bundesregierung, der Vizekanzler, ich, aber auch einige zuständige Minister gehabt haben. Und wir dürfen Sie jetzt über die weitere Vorgehensweise, die in der Regierung, aber auch mit den Bundesländern akkordiert wurde, informieren. Ich darf vielleicht zunächst kurz mit einem allgemeinen Überblick über die Situation in Österreich beginnen. Wir haben Gott sei Dank in den letzten Wochen erlebt, dass der Lockdown Wirkung gezeigt hat. Unser Ansteckungsniveau ist stetig gesunken. Die Zahlen sinken nach wie vor und wir haben mittlerweile eine 7-Tage-Inzidenz von 213. Das ist jetzt wieder ein niedrigeres Niveau als die meisten Länder in unserer Region, in unserer Nachbarschaft. Das sind die letzten Tage zum Beispiel auch niedrigere Ansteckungszahlen als in Bayern, heute sogar niedrigere Ansteckungszahlen als in Deutschland. Also wir sind hier in die richtige Richtung unterwegs. Die Zahlen gehen nach unten, während sie anderswo in Europa schon wieder ansteigen. Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang aber zu betonen, dass es entscheidend ist, dass die Maßnahmen, die wir nach wie vor in Kraft haben, weiter eingehalten werden. Ich weiß, das ist unangenehm, insbesondere was den privaten Bereich betrifft, aber gerade dort ist es am wichtigsten. Es gelten nach wie vor Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr. Das heißt, am Abend darf das Haus nur unter gewissen Voraussetzungen verlassen werden. Und es gilt nach wie vor die Kontaktbeschränkung. Das heißt, private Treffen sind möglich. Allerdings hat immer ein Haushalt nur die Möglichkeit, einen anderen Haushalt zu treffen. Und ich darf nochmal an alle Menschen in unserem Land appellieren, das nur zu tun, wenn es notwendig ist und auch nicht ständig und dauernd. Je weniger Menschen sich privat treffen, desto besser. Das gilt nach wie vor, denn auch wenn andere Länder höhere Ansteckungszahlen haben als wir, auch wenn unsere Ansteckungszahlen nach wie vor sinken, so ist es doch wichtig zu sagen, dass das Niveau nach wie vor ein viel zu hohes ist. Das heißt, die Situation ist alles andere als gelöst. Die Pandemie ist alles andere als vorbei. Es kommt eine harte Zeit auf uns zu im Jänner, im Februar, im März. Und insofern bitte, bitte halten Sie sich an alle Maßnahmen, die nach wie vor in Kraft sind. Das sind sehr einschränkende Maßnahmen, aber die sind notwendig bei dem Ansteckungsniveau, das wir nach wie vor in unserem Land haben. Darüber hinaus ein kurzer Appell. Es gibt dieses Wochenende in fast allen Bundesländern oder in den meisten Bundesländern die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Bitte gehen Sie hin und nehmen Sie die Möglichkeit wahr. Ein Aufwand von maximal einer halben Stunde, der einen großen Vorteil für uns alle bringt. Wir können Infizierte lokalisieren und können verhindern, dass diese andere anstecken, ohne es zu wissen. Warum predigen wir das gebetsmühlenartig? Weil ich den Eindruck habe, dass bei vielen Menschen das Bewusstsein für den Ernst der Lage schon wieder etwas zurückgegangen ist. Wir haben nicht mehr in der medialen Berichterstattung wie vor einigen Wochen die Berichte über die übervollen Intensivstationen, über die dramatische Situation in den Spitälern. Aber ich kann Ihnen berichten, die Situation hat sich nicht stark entspannt. Wir haben nach wie vor hunderte Menschen in den Intensivstationen, die dort behandelt werden. Wir haben nach wie vor Tausende in den Spitälern und die Situation ist nach wie vor extrem angespannt, auch wenn Sie diese Bilder im Fernsehen oder den Zeitungen im Moment nicht mehr sehen. Bitte nehmen Sie die Situation trotzdem wahr und ernst, leisten Sie einen Beitrag, indem Sie die Maßnahmen einhalten und auch testen gehen. Zum Ausblick. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in einigen Bereichen unsere Regelungen noch einmal konkretisieren. Das betrifft zum Ersten die Maske. Die Bundesländer erhalten die Möglichkeit, an frequentierten Plätzen auch im Freien Maskenpflicht einzuführen. Warum? Weil wir
in manchen Einkaufsstraßen, aber auch da und dort an beliebten Erholungsgebieten in urbanen Räumen sehr große Menschenmassen teilweise vorfinden und daher das als notwendig erachten. Wir haben das in der Regierung so beschlossen und mit den Ländern heute besprochen. Zweitens zur Maske. Die Maskenpflicht wird am Arbeitsplatz eingeführt, überall dort, wo nicht entsprechend Abstand gehalten werden kann. Auch das ist wichtig. Es sind viele, Gott sei Dank, in Homeoffice. Überall dort, wo Homeoffice möglich ist, sollte es weiter stattfinden. Aber gerade in den Büros kommt es auch zu Ansteckungen. Daher auch hier die Verpflichtung in Zukunft, die Maske zu tragen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Darüber hinaus haben wir uns darauf verständigt, wie die Regelungen für die Weihnachtszeit sein sollen. Wir haben uns darauf verständigt, dass es am 24. und am 25. Jänner, Entschuldigung, am 24. und am 25. Dezember möglich sein soll, das Weihnachtsfest im kleinen Kreis mit 10 Personen maximal zu begehen. Meine dringende Bitte ist, je kleiner der Kreis ist, desto besser. Das Virus macht vor den Feiertagen keinen Halt. Gerade im privaten Bereich ist die Ansteckungsgefahr hoch. Und daher, je kleiner der Kreis ist, desto besser, maximal 10 Personen, um trotzdem ein halbwegs würdevolles Weihnachtsfest auch möglich zu machen. Ab dem 26. Dezember gelten wieder die Regeln, wie sie jetzt auch gelten, also Kontaktbeschränkungen. Ein Haushalt darf maximal einen anderen Haushalt treffen und Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr. Für Silvester, also den 31. Dezember, werden die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Das heißt, man hat die Möglichkeit, auch mit einem anderen Haushalt den Silvesterabend zu verbringen und zu feiern. Allerdings bleiben die Kontaktbeschränkungen aufrecht, also maximal 2 Haushalte gemeinsam. Das ist aus unserer Sicht wichtig, denn Silvesterpartys würden die Katastrophe für den Jänner bedeuten. Diese Feiertage sind eine extrem herausfordernde Zeit. Einige andere Länder werden in den vollen Lockdown gehen während der Feiertage. In manchen Ländern gibt es absolute Ausgangssperren, um jegliches Zusammenkommen zu verhindern. Wir versuchen hier einen gewissen Freiraum in diesen Tagen möglich zu machen, aber die eindringliche Bitte an die Bevölkerung, sich daran zu halten und daher auch diese Regelungen. Ich komme zum wahrscheinlich wichtigsten und interessantesten Punkt, nämlich zur Frage der Testungen. Ein großes Danke an die professionelle Organisation, an die Bundesländer, Städte und Gemeindebund, alle freiwilligen Organisationen und ganz besonders an das österreichische Bundesheer. Meine Bitte, wie vorhin schon erwähnt, an diesen Tests auch teilzunehmen. Je mehr Menschen mitmachen, desto wirksamer ist der Test. Wir haben uns mit den Bundesländern darauf verständigt, dass die nächste Runde dieser Massentestungen am 8. bis 10. Jänner stattfinden wird. In der Bundeshauptstadt Wien gibt es aufgrund des urbanen Raums eine Sondersituation. Dort wird auf das bewährte Modell zurückgegriffen, diese Tests zeitlich etwas zu strecken. Dort werden sie vom 8. bis zum 17. Jänner stattfinden, also in einem etwas längeren Zeitraum. Für wen gibt es diese Tests? Erstens, es ist ein Angebot für alle, wie schon diesmal, die freiwillige Möglichkeit mitzumachen für alle Menschen in unserem Land. Zum Zweiten, wir werden als Bundesregierung Berufsgruppen definieren, die sich verpflichtend alle 2 Wochen testen müssen, weil sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im Kontakt mit vielen Menschen sind. Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen, um eine möglichst sichere Schule auch möglich zu machen. Körpernahe Dienstleister, aber auch andere, die mit Menschen in ihrem Beruf häufig Kontakt haben, werden sich im neuen Jahr alle 2 Wochen testen müssen, zumindest für die Anfangszeit des neuen Jahres, wo wir mit einer herausfordernden dritten Welle rechnen. Und neben dem Angebot für alle, neben der Zahl an Berufsgruppen, für die es hier die Notwendigkeit gibt, sich alle 2 Wochen testen zu lassen ab dem 8. Jänner, werden wir darüber hinaus die besonders betroffenen Regionen definieren mit einer besonders hohen Inzidenz, also jene Bezirke, wo das Ansteckungsniveau deutlich höher liegt als in den anderen Teilen Österreichs. In der Vergangenheit sind diese Bezirke oder Gemeinden einfach oft unter Quarantäne gestellt worden. Aufgrund der Tests haben wir eine andere Möglichkeit, nämlich die
eine Testung vorzuziehen statt der Quarantäne. Das bedeutet, neben dem Angebot für alle, neben den Berufsgruppen, wo es verpflichtend ist, wird es für besonders betroffene Regionen die Möglichkeit geben, an diesem 8. bis 10. Jänner einen Test durchzuführen und dadurch sich die Quarantäne zu ersparen. Die betroffenen Regionen werden dann selbstverständlich noch zeitgerecht definiert. Ich weiß, dass viele Menschen müde sind, sich an die Maßnahmen zu halten und auch die Bereitschaft bei manchen überschaubar ist, an diesen Testungen teilzunehmen. Ich möchte aber in aller Deutlichkeit sagen, die einzige Chance, die wir im Moment haben, ist testen, testen, testen. Je mehr wir testen, desto größer die Chance, dass wir einen weiteren Lockdown verhindern, entschärfen oder zumindest nach hinten schieben können. Daher auch unser Konzept, auf diese Tests massiv zu setzen. Ich war sehr ausführlich, tut mir leid. Ich hoffe, ich habe trotzdem einen guten Überblick geben können. Danke und übergebe an den Vizekanzler. Ja, danke schön. Schönen späten Abend. Ja, die Zahlen gehen zurück, die Infektionszahlen. Sie sinken, aber noch nicht tief genug. Wir haben unser Hauptziel vorläufig erreicht, dass die Lage auf den intensivmedizinischen Kapazitäten so bleibt, dass jeder und jede, die ein intensivmedizinisches Bett brauchen, auch eines bekommen. Aber die Lage ist angespannt und sie wird angespannt bleiben. Denken wir nur voraus, ich greife ganz bewusst auch die Monate Jänner, Februar, März heraus, sind genau die Monate, wo wir ja schon aus vielen Erfahrungen wissen, dass hier und zwar regelmäßig die Grippewelle auf uns zukommt. Und wir wissen gar nicht, wie die heuer ausfällt. Ja, die ist einmal stärker, einmal schwächer. Also es geht darum, die Zahlen weiter runterzubringen, damit wir unser Hauptziel weiter nicht nur verfolgen können, sondern auch erreichen. Und nachdem das Infektionsgeschehen immer einen Nachlauf von ein paar Wochen hat, ist es jetzt tatsächlich so und einfach nachvollziehbar, dass die Weihnachtsfeiertage und die Zeit bis Dreikönig tatsächlich entscheidend sind, wie wir in dieses neue Jahr starten, von den Infektionszahlen her. Und deshalb, auch wenn sich viele natürlich und eigentlich alle, jung, alt, auf Weihnachten freuen, zu Recht, und es eigentlich eine ruhige Zeit ist, und vor allem die Zeit des Besammenseins, muss es diesmal anders sein. Deshalb die Regeln und Vorgaben, und wir bitten wirklich, diese einzuhalten und wenn es geht, die Kontakte noch weiter zu reduzieren. Das bedeutet natürlich, dass das Weihnachtsfest in anderer Form stattfindet, aber wir gehen davon aus, dass das ein ganz, ganz großes Glück werden kann, wenn wir dann in einem halben Jahr zurückschauen und sagen, ja, wir haben diese Zeit ganz gut gemeistert und haben auch die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel genutzt und haben noch einmal durchgehalten, auch wenn, wie schon ausgedrückt, es ein bisschen zach ist, wie man in Österreich sagt. Völlig richtig. Aber deshalb am 24., 25. die Möglichkeit, mit bis zu 10 Personen sich zu treffen. Und die Ausnahmen sind gegeben, was die Ausgangsbeschränkungen betrifft, aber nicht der 26., wie da dort irrtümlich oder missverständlich kolportiert wurde. Das will ich nur ausdrücklich hervorstreichen. Und die Silvesterregelungen wurden ja schon genannt. Ich möchte ein paar Punkte vertiefen zu den Tests, was hier die Strategie Erweiterung und Vertiefung eben ist. Und zunächst auch einen Dank aussprechen tatsächlich, weil das schon zeigt, die Organisation der Massentests jetzt nämlich, dass es sehr wohl gelingt, dass Bund, Länder, Gemeinden, andere Institutionen hier gut das hinkriegen und mit Zusammenarbeit hier ein hervorragendes Angebot liefern. Also der Dank geht ja tatsächlich an die Landeshauptleute, mit denen wir uns ja wirklich lang ausgetauscht haben eben, aber auch an die Städte und Gemeinden, an das Bundesheer und die vielen Helferinnen und Freiwilligen. Ich werde selber morgen an solchen Tests teilnehmen in Graz, gemeinsam mit dem Landeshauptmann Schützenhöfer, um damit auch einen Appell zu verbinden, dieses noch zu tun in diesen Tagen, aber, und jetzt komme ich zu den Prinzipien der Strategievertiefung, aber auch schon einen Hinweis zu geben, dass wir hier
weitermachen wollen, daran festhalten. Und das hat jetzt da drei Ebenen. Erstens die Regelmäßigkeit auch der Massentests. Sie kommen noch einmal und wir werden schauen, wie wir das weiter organisieren können, weil ja alle recht haben, dass eine einmalige Aktion hier nicht so viel bringt. Obwohl zutreffend ist, dass wenn wir am Schluss hier tausende Leute, wie man so schön sagt, herausgefischt haben, das natürlich auch ein wertvoller Beitrag ist, ohne Zweifel. Wiederholungen und wir werden davon ausgehen müssen, dass bis die Impfungen und die Impfstrategie greift, uns diese Testungen begleiten werden, auch in großer Zahl. Hinzu kommt jetzt aber, dass wir hier zielgerichteter vorgehen wollen, und zwar einerseits in Regionen Tests, Massentests durchführen, wo bezirksweise feststellbar, das sind nun einmal die politischen Geografien in Österreich, die 7-Tages-Inzidenz sehr, sehr hoch ist. Eine Zahl wird noch festzulegen sein. Aber mit dieser Regionalisierung können wir auch die Methode der Massentests zielgerichteter zum Einsatz bringen. Und die dritte Vertiefung ist hier jetzt bestimmte Berufsgruppen und Berufsbilder und Felder, auch die Gewerbetreibenden mithin, anzusteuern. Das sind jetzt Dienstleistungen, wie sie so schön heißen, die körpernahen Dienstleistungen, die ja sowieso, dass man die besonders anschauen muss, aber auch ausgeweitet auch Berufe oder Tätigkeiten, wo man verstärkt in Kundennähe ist und in Kundenkontakt. Und das werden dann, wenn man das alles zusammenzählt, schon sehr große Gruppen und sehr viele werden. Und diese Zielrichtung macht natürlich Sinn. Detto für Pädagoginnen und Pädagogen, auch für die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und natürlich, das ist aber ein eigenes Konzept, für Pflegeheime und für die Krankenhäuser sowieso. Da ist ja schon länger eine Vorgabe draußen, die jetzt auch noch einmal vertieft und verschärft wird. Also das sind hier die Prinzipien, Regelmäßigkeit, regionaler Einsatz dieser Massentests und auf große Gruppen der Bevölkerung, die hier entsprechend beruflich tätig sind. Dazu haben wir auch das Commitment der Landeshauptleute. Danke auch hier öffentlich für die offenen Gespräche. Das war wirklich, wie Sie gemerkt haben, ein langer Austausch, ein intensiver Austausch. Und tatsächlich sind alle gewillt, hier an einem Strang zu ziehen. Und ich denke, ja, das ist eine gute Sache, weil wir auch in gewisser Weise Vorbild sein sollen, weil es schon sehr, sehr lang dauert und noch eine Zeit lang schwierig bleiben wird. Das ist einfach so. Und auch wenn schon viele müde geworden sind, müssen wir trotzdem ans Durchhaltevermögen appellieren. Ich glaube, das geht. Es ist ein Langstreckenlauf, das ist nicht neu. Natürlich kommt man nach 20, 30 Kilometer drauf, bis 42 Kilometer ist noch lang, vielleicht geht man schon ein bisschen die Luft aus. Nein, es soll nicht sein, wir werden durchhalten, wir wollen durchhalten und ich glaube, durchhalten heißt jetzt auch zusammenhalten und umgekehrt. Mit diesem Appell möchte ich schließen. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen und als erster gemeldet hat sich vom ORF Fernsehen der Herr Martin Thür. Bitte. Ja, zwei kurze Fragen. Einerseits habe ich das richtig verstanden, dass für körpernahe Dienstleistungen und Lehrkräfte die Tests verpflichtend sind oder ist es nur eine Möglichkeit für diese Berufsgruppen? Und die zweite Frage, heute berichtet, dass es offenbar Probleme bei der Impfstofflieferung gibt. Ist das richtig? Kommen die erst etwas später als bisher erwartet? Da hat man ja im Quartal 1 damit gerechnet. Sie haben es richtig verstanden. Das gibt es jetzt schon für viele Berufsgruppen. Alle, die zum Beispiel in ihrem Job regelmäßig über eine Grenze pendeln müssen, die haben diese Verpflichtung. Ich war heute selbst in Brüssel, habe innerhalb von 48 Stunden zweimal einen Test gemacht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich begleitet haben, genauso die mitreisenden Journalisten, genauso viele Industriebetriebe testen jetzt schon einmal die Woche innerhalb der Betriebe, also organisieren sich das selbst. Also es gibt ja sehr, sehr viele Menschen in unserem Land, die jetzt schon einmal die Woche getestet werden. Und Sie haben es richtig verstanden, es wird die Zahl der Berufsgruppen wird ausgeweitet, wo es Testverpflichtungen gibt, damit eben das auch sicher stattfinden kann, wie zum Beispiel die Schule, aber auch andere Bereiche der Wirtschaft. Ich würde Sie nur bitten, es nicht auf diese zwei Gruppen alleine zu beschränken, weil es werden mehrere Gruppen sein. Diese Gruppen werden gerade innerhalb der Bundesregierung gemeinsam mit den Sozialpartnern definiert. Abgezielt wird darauf, wo besonders viel Kontakt eben auch stattfindet. Zum Zweiten, was die Impfstoffe betrifft,
glaube ich, gibt ständig Meldungen. Ich habe die jetzt gar nicht mitverfolgt. Insofern kann ich nicht wirklich sagen, ob diese Meldung richtig ist oder nicht. Ich kann Ihnen aber einen ungefähren Überblick über unsere Erwartungen geben. Wir rechnen damit, dass spätestens bis Jahresende eine Zulassung in der Europäischen Union für den oder die ersten Impfstoffe stattfinden wird. Konkret gibt es hier derzeit eine Sitzung, die für den 29. Dezember anberaumt ist. Es gab einige auf europäischer Ebene, mich eingeschlossen, die darauf gedrängt haben, dass hier möglichst unbürokratisch vorgegangen werden soll. Also die Studien selbst, die sind ja abgeschlossen, die wissenschaftliche Erkenntnis, die hat stattgefunden. Jetzt gibt es noch einen gewissen bürokratischen Prozess, der hier stattfindet. Und je unbürokratischer und rascher der möglich ist, desto schneller kann auch die Zulassung erteilt werden. Wir rechnen fix damit, dass das noch in diesem Jahr sein wird. Danach wird geliefert und danach wird begonnen zu impfen entlang unserer Impfstrategie, also vor allem ältere Menschen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich zuerst. Wichtig ist festzuhalten, dass die Tranchen natürlich in einem überschaubaren Ausmaß geliefert werden. Das heißt, es wird nicht sofort für alle Menschen Impfstoff zur Verfügung stehen. Wir rechnen damit, dass wir im ersten Quartal nur sehr beschränkt Impfstoff zur Verfügung haben werden, dass wir in einem zweiten Schritt, im zweiten Quartal, jedenfalls die Möglichkeit haben, ältere Menschen, alle über 85, sehr flächendeckend impfen zu können und dann in weiterer Folge immer größere Teile der Bevölkerung. Ziel muss es sein, so schnell wie möglich einen großen Prozentsatz der älteren Menschen in unserem Land zu impfen. Das würde die Gefahren dieser Erkrankung für die Bevölkerung deutlich reduzieren, weil bei älteren Menschen die Sterblichkeit besonders hoch ist, und dann auch in die Fläche bei anderen Altersgruppen zu kommen, bis irgendwann auch durch die Impfung eine Herdenimmunität erreicht ist. Herr Peter Daser, bitte, vom ORF Radio. Die Maßnahmen, außer jetzt die zu den Feiertagen, gelten bis auf Weiteres, beziehungsweise gibt es einen Inzidenzwert, wo man allgemeine Lockerungen andenkt? Davon sind wir weit entfernt. Wir stehen derzeit an dem Punkt, wo wir sagen können, es ist Gott sei Dank der Lockdown in Österreich geglückt. Wir sind nicht in einer Situation wie in anderen Ländern, wo ein Lockdown stattgefunden hat, der kaum Wirkung gezeigt hat und wo es dann weder nach vor noch zurück geht, sondern in Österreich hat der Lockdown funktioniert. Unsere Ansteckungszahlen haben sich mehr als halbiert während des Lockdowns. Also die Wirkung ist eindeutig. Das sieht man auch daran, dass jetzt fast all unsere Nachbarländer mittlerweile höhere Ansteckungszahlen haben als wir. Also die Richtung ist eine gute. Aber von einer generellen Lockerung der Maßnahmen sind wir meilenweit entfernt. Ich rechne eher damit, dass wir uns sehr, sehr anstrengen müssen, dass uns nicht Anfang des Jahres die dritte Welle hart trifft. Es gibt tendenziell in den meisten europäischen Ländern jetzt gerade wieder einen massiven Anstieg der Ansteckungszahlen. Sie sehen da eine Ansteigung der Zahlen in zum Beispiel unserem größten Nachbarland in Deutschland. Sie sehen es aber auch in der Schweiz. Sie sehen das auch im Osten in einigen unserer Nachbarländern, wie zum Beispiel der Slowakei oder Ungarn. Und wir haben in Ländern wie Slowenien oder Kroatien sowieso extrem hohe Ansteckungen. Und daher würde ich sagen, eine generelle Lockerung der Maßnahmen, von der sind wir weit entfernt. Was uns gelingen kann, ist, dass wir durch die Testungen das Ansteckungsniveau auf einem gewissen Level halten. Es kann uns gelingen, zu verhindern, dass wir in ein schnell exponentielles Wachstum hineinkommen. Und es kann uns gelingen, mit Testungen gewisse Öffnungsschritte möglich zu machen. Ich denke da zum Beispiel an die Beherbergung, den Tourismus. Mit einem Test natürlich leichter möglich als ohne Test. Ich denke aber auch an den Kulturbereich, wo die Testungen eine Chance bieten, mit einem negativen Test gewisse kulturelle Veranstaltungen möglich zu machen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Bitte sehr. Weitere Frage? Nicole Kakos, Servus TV. Sind auch Fragen zum VfGH-Urteil Sterbehilfe erlaubt oder ist das? Erlaubt
Das ist alles. Okay. Uns würde interessieren die Reaktion der Regierung dazu. Der Tatbestand Beihilfe zum Suizid wäre ja ist als verfassungswidrig heute erkannt worden. Wie reagiert die Regierung dazu und welche Bestimmungen kann man sich da in Zukunft erwarten? Wird die Betroffenen vor allem sehr interessieren. Also, kann einmal für mich sprechen. Sie haben, glaube ich, hier heute Minister Fassmann, Ministerin Raab und Ministerin Edtstadler sehr eindeutig reagiert und dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ja, ich würde dasselbe für die Klubobfrau Sigrid Maurer anführen. Damit sind alle Fragen beantwortet. Hat sich niemand mehr gemeldet, dann wünschen wir noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht und den Vertretern der Bundesregierung vielen Dank.